So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Online. Heute gegen den Kuranzoon und Els am Anfang und am Ende. Wie ist er nochmal im Chat? Ich hab's gerade vergessen, Mann. Aber ist egal, wir machen Force Code Anywhere. Match Billy Gunn gegen Booker T. Auf geht's. So, bin sehr gespannt. Nach dem sehr spannenden letzten Match solltet ihr euch unbedingt angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das war wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ich habe mich da sehr wacker geschlagen gegen einen Gegner, wo man sagen würde, Franz, da hast du null Chance gegen ihn. Also mal. So, wie hieß der nochmal der Kollege im Chat? Kann man das mal bitte einer im Chat sagen, damit ich das auch ordentlich vorlesen kann? So, gucken wir nochmal. Kuranzoon ist Spanisch. Kuranzoon ist Spanisch Mittelfinger. Kuranzoon, ich weiß nicht, wie man ausspricht. So. Auf geht's. Wie heißt der denn nochmal? Vielleicht kann er auch nochmal selber in den Chat schreiben, wenn er mal ein bisschen am Boden ist. Dennis Cortez. Alles klar, danke. Wie lange, Freunde? Ihr seid zu gütig. Auf geht's. Kriegen wir. Guck mal, wir haben noch genug Stamina. Eine Runde. Mal sehen, wie lange noch. Zack! Oh! Das war ein bisschen. Naja. Bisschen glitchy, ne? Zack it! Würde ich mal behaupten. Alle Kollegen sind Level 1, also stärker Kontrast jetzt. Beim letzten Mal Level 30 Gegner gehabt, jetzt Level 1. Naja. Oh, das macht er nur für einen Move, aber es muss Spin Rooney. Zack. Billy Gunn sieht komisch aus. Steht ja, die Haare sind ein bisschen komisch. Die sind ein bisschen grün aus, ne? Alright. Was macht er denn da? So kann man den Referee umhauen, indem man ein bisschen hin und her läuft. Ja, online scheint die Physik ein bisschen außer Kraft gesetzt zu werden, ne? Kennt man ja. Okay. Hallo. Problem ist nur, nee, gut, für mich ist er keine Slots mehr. Alter, Dude. Ah, ich habe noch einen, das heißt, ich bin eigentlich im Vorteil, ein bisschen zumindest. Und da, Mago! So, jetzt habe ich aber erstmal freie Fahrt. Mal ein paar Aktionen machen, schön Schaden bringen. Ah, lange schaffe ich das nicht mehr, weil er hat mir gleich seinen Slot sich geholt. Mal erstmal schön unfair ein paar Boden-Grapples, die immer scheiße zu kontern sind. Ich kenne das doch. Bevor es geht, Anywhere heißt gleichzeitig auch No Disqualification. Und das machen wir das Ganze, das nutzen wir doch direkt mal aus. How about a fucking chair shot? How about a fucking chair shot? So. Ready? Mago! Alright! Warte mal, was haben wir denn überhaupt als Signature Moves? Hier auf jeden Fall nix. Was hat denn Billy Gunn als Signature Move? Irgendwann in der Ecke oder so? Also, wenn ich das jetzt. Als würde ich das jetzt auf die Schnelle wissen. Als Finisher hat er auch irgendwas Pumphammel-mäßiges oder war das Road Dog? Nee, warte mal, Famesser. Du hast keine 100%. Ach so? War ich kurz davor und hab gedacht, ich hab schon 100%. Stupid Boy. Naja, ich spiel Billy Gunn. Ja, das tue ich. So, Problem ist. Okay, ja, es macht Sinn. Ich hab wieder gedacht, ich hab ein Signature Move, aber hat es auch gar nicht. Hat 98 sein, Leute. Alles klar. Seht da. Gut, wir wollten ja mal hier alles ausnutzen, was ein Force Count Anywhere Match so hergibt. Dann hoffe ich mal, dass der gute Billy Gunn ein paar wunderschöne OMG-Moments eingestellt hat. Come on. Wo will er denn jetzt mit uns hin? Der will uns doch aufs Kommentatorenpult schieben. Du weißt schon, du brauchst einen Finisher dafür, damit du irgendwas damit machen kannst. Ne? Das ist ein bisschen doof, finde ich. Ich finde, man sollte dort frei in seiner Entscheidung sein. Zumindest bei Kommentatorenpult. Das gehört einfach zu. Was macht er denn hier? Ja, du kannst gerne da weiter Sachen Aktionen machen oder weiter Sachen machen. Aber wirklich viel bringt das nicht. No! Fame! Signature Move. Fame ist der Wert Finisher gewesen wahrscheinlich. Ready, go! Sehr schöne Abpraller. Queen, Drop, Suplex. Kann man probieren, mal komm. Wir können ihn einfach mal dazu zwingen. Also, das ist so ein richtiges Arschloch-Manöver. Wir können ihn einfach dazu zwingen, dass er seinen Signature Move nicht machen kann.
Indem wir. Ja, okay, jetzt hat er uns natürlich gekontert. Oh, scheiße. Fuck, Mist. Aber nicht genug Stamina. Boah, echt Glück gehabt. Wir hatten jetzt keinen Slot mehr zum Kontern. Das wär echt mies geworden. Der hätte mir den Finisher einfach so abgekriegt. Falls wir ein bisschen Schaden reduzieren wollen und nur Finisher abbekommen, anstatt abbekommen wollen. Fuck! Jetzt hatte ich damit gerechnet, dass ich schon Stamina habe. Kann man einfach sagen, pin me ein paar Mal. Und dann muss er dann rauskommen. Und dann kommt er ein bisschen Momentum. Ich hoffe, ich komme da raus. Knapp, knapp, knapp! So! Knapp, 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 knapp! Meiner. Mein Basie. Mein Basie. Haben wir uns verstanden? So endet das Ding hier noch nicht. Ready, steady. Ach, wir machen bloß einen Grapple. So geht die Powerbomb durch, aber ein Power Driver sogar. So. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Stehen wir auf hier, wie wäre es? No. Ey! 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 Booker T! What are you doing? What are you doing? Jetzt. Einer. Oh, warum viel zu lange, um aufzustehen? Das ist ja echt mies. Normalerweise rollt sich doch automatisch einfach weg. Der macht mir hier fertig. Der macht mir hier voll fertig, Leute. Was geht da ab? Ich glaube, meine gute Kickout-Strecke ist leider nicht mehr vorhanden. So, hier. Einmal so. Einmal so. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Danke. Ich müsste relativ schnell jetzt mal Signature Move machen. Aber da komme ich aktuell nicht so wirklich zu. Ist das. Alter Dude! Ach, der ist aber nett. Darf nicht sein. Oh! Habt ihr das gesehen? Zentimeter zu kurz! That's what she said, ne? Wo will ich denn hin? Ich möchte eigentlich in den Ring. Komm rein. Fuck. Ich dachte, er geht automatisch in den Ring. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber zumindest haben wir den Finisher noch. Und können jederzeit einsetzen. When we're feeling lucky and stuff. Ne? Kennt das ja? Oh oh. No. Oh oh. Oh oh. Finish up. Famous up. Donny, the one and only. Butter! Probieren wir es mal. Vielleicht reicht das schön für den Sieg. Unfairer Pin. Noch die Chancen verringern, weil wir hier sind. Oh, what a heal. What a heal 2. Oh, kickt er aus. Na. Oh, fuck. Scheiße, Mist. Wieder kein Slot gehabt und das war ein Signature Move. Doch nicht. Hätte sein können. Macht er jetzt hier Pin oder was macht er? Sucker. Wie rassistisch war das denn? Zocker. No. Okay. Mist! Alter, du! Nicht covern! Komm, Franz. Kriegst du wie Content? Macht der Scissors Kick oder was will er machen? No! So nicht, mein Freund. So nicht. Nicht mit mir. Jetzt covert er trotzdem. Das ist ja echt mies. Oh Gott. No. Das ist ein Move. Nice. Bam. Hoffen, dass der Signature Move durchgeht. Das wäre voll nice. Ready, steady, go. Geht durch. Oh, oh, Sidewinder. Ne, wie heißt das Ding nochmal? Hier, ihr wisst schon. Dieses Sidewinder. Ne, Sidewinder heißt das nicht. Turn away Side Slam oder so. Come on, come on. Was ist der? Wann kommt nochmal nach 2? Ah, schön. Nice. Gewonnen, wir haben zwar keine Musik zum Abspielen, aber egal. Kein Fame ist ja gezeigt, dafür One and Only. Ich habe meinen Tisch auf dem Tisch ein bisschen verschoben. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch alles gesehen. Aber Franz gewinnt. Boah, ist das schön. Ein tolles Gefühl. Ein tolles Gefühl. Naja. Gut, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Nicht vergessen, das Video Daumen hoch zu geben, Airbrook auszuschalten. Wir sehen uns dann demnächst wieder bei der weiteren Folge von WWE 2K16 Online. Vielen Dank an den guten Dennis Cortez, dass er dabei war. Ach, wie blöd. Die Leiste hat sich bei mir in Slow-Mo geladen.
Das ist doch gut, wenn sie in Slow-Mo lädt. Ja, da war anscheinend mal wieder Buggy, genau beim Pin. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber was soll man machen? Ja, shit happens. Nicht vergessen, Daumen hoch zu geben, Airblock auszuschalten. Sie demnächst wieder einschalten. Haut rein, tschüss.